Servus und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Der absolute Hammer. Heute möchte ich euch den Artur Laser Master 3 vorstellen. Artur ist einigen vielleicht aus der 3D-Druckerwelt mit dem Obsidian bekannt, aber auch im Lasersektor kein Unbekannter. Der Laser Master 3 ist jetzt schon einige Monate auf dem Markt, aber trotzdem ein sehr interessantes Gerät, das es wert ist, es sich mal anzuschauen. Gleich nach dem Intro gibt's mehr. Ich sag schon mal, viel Spaß beim Zuschauen. Als allererstes möchte ich mich bei der Plattform Geekbuying bedanken. Geekbuying hat diesen Laser für das Review zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Geekbuying ist eine wirklich vertrauenswürdige Online-Handelsplattform mit Top-Preisen und Lagern in der EU. So kommt die bestellte Ware meist innerhalb von wenigen Tagen und es gibt keinerlei Herausforderungen mit dem Zoll. Jetzt geht's aber los mit dem Auspacken. Wie ihr ja sehen könnt, ist der Laser in einem handlich bedruckten Karton geliefert worden. Man weiß auf jeden Fall gleich, was drin ist. Zuerst kommt das Handbuch und ein paar Flyer zum Vorschein. Die Klein- und Ersatzteile hat Artur in einer kleinen Sortimentbox untergebracht. Das finde ich schon mal Spitzenklasse. Erstens spart es Müll und zweitens kann man die Box auch schön weiterverwenden. Tolle Lösung dafür. Dann folgen auch schon die beiden ersten der vier Rahmenteile. Die restlichen Teile sind dann in der zweiten Lage untergebracht. Da gibt es einen Schlauch für den Air-Assist, leider keinen Kompressor, Laserbrille, Stromkabel, Kabelbaum des Lasers, Elektronikbox, etwas Montagematerial, Kabelbinder, die Riemen und den Laserkopf selbst. Die beiden restlichen Rahmenteile und das war's dann auch schon. Ja, mehr gibt's nicht auszupacken. Ich reihe euch die Teile jetzt nochmal übersichtlich auf, damit ihr genau seht, was drin war. Der Aufbau an sich ist wirklich leicht. Einfach etwas nach dem Handbuch gehen, dort wird alles sehr ausführlich erklärt. Ein einzig kleines Manko gibt es bei der Verkabelung, wobei ein Manko ist es eigentlich gar nicht. Für mich ist es nur ungewöhnlich, denn ich denke mir immer, wenn alle Kabel, Stecker und Buchsen angeschlossen sind, dann bin ich fertig mit dem Verkabeln. Aber hier ist es nicht ganz so. Der Kabelbaum, der zum Laserkopf führt, muss nicht komplett verkabelt werden. Also auf der Seite an der Achse bleiben noch Stecker bzw. Buchsen offen. Diese sind zum Beispiel für das Rotary-Modul gedacht. Ich versuche das in den Impressionen nochmal deutlich zu zeigen. Ich habe hier einige Videos geschaut, ob ich hier was vergessen habe oder sonstiges und keine Angaben gefunden. Das hat mich etwas irritiert. Ansonsten seht ihr den Aufbau jetzt im Zeitraffer auf ca. 3 Minuten. Wem es nicht interessiert, kann über die Sprungmarken zum nächsten Kapitel springen.
Der Artur Laser Master 3 kann entweder über den PC oder übers Handy bzw. Tablet angesteuert werden. Am PC über Lightburn oder Laser GBL und am Android bzw. iOS Gerät mit Laser Explorer. Diese App gibt es für beide Plattformen. Möglich macht das auch das integrierte WLAN des Lasers. Ich habe die Laser Explorer App kurz angetestet und sie funktioniert einwandfrei. Jedoch bin ich ein Fan von Maus und Tastatur. So habe ich den Laser hauptsächlich mit Lightburn betrieben. Abgesehen davon habe ich eine Lightburn-Lizenz und finde die Software wirklich gut. Ich habe einige Materialien getestet und möchte jetzt hier die Resultate zeigen. Beginnen wir mit dem schwarzen Schiefer. Diese Untersetzer gefallen mir gut. Ich habe sie in Massen gekauft und sie eignen sich hervorragend, um sie zu beschriften. Und unser Laser Master 3 zeigt hier auch schon, dass er das einwandfrei beherrscht und somit in meinen Augen ganz oben mitspielt, würde ich sagen. Die Disziplin Schiefergravur besteht ja mit Bravour. Als nächstes dann habe ich ein Bambus-Frühstücksbrettchen genommen. Wir verwenden die Teile weniger als Frühstücksbrettchen oder Bretter generell zum Schneiden, eher als Untersetzer für heiße Töpfe und Pfannen. Natürlich ist auch die Beschriftung hier absolut kein Problem für den Laser Master 3. Im nächsten Schritt durfte er etwas Osterdeko aus 4 mm dicken Bastelholz ausschneiden. Auch hier gibt's nichts auszusetzen. Der Laser tat genau das, was ich von ihm erwartete. Einzig, die Rauchentwicklung ist abartig. Ich habe mir zwar eine kleine Absaugung gebaut, die hat an sich auch Rauch abgezogen, aber ohne Einhausung macht es keinen großen Sinn. Ich empfehle euch wirklich, wenn ihr schon das Geld ausgibt und euch einen Laser holt, dann gebt auch noch das Geld aus und kauft euch eine Einhausung dazu oder baut sie euch selbst, das bleibt euch überlassen. Aber selbst in einem gut belüfteten Raum ist es wirklich heftig, wie sehr sich der Rauch da ansammelt. Macht nicht wirklich Spaß zu atmen. Ich habe danach gleich aber noch eine 4 mm Platte eingelegt und wollte das Holz noch so lasern, dass es biegbar wird. Und auch das hat hervorragend und tadellos funktioniert. Bisher erfüllt der Kollege wirklich alle meine Erwartungen. We'll be right back.
Gut, aber bisher ist nun halt auch mal nichts dabei, was nicht auch ein 5-Watt-Laser ohne Mühe, gut, vielleicht mit mehr Durchgängen, aber trotzdem ohne Mühe geschafft hätte. Daher erhöhen wir den Schwierigkeitsgrad. Ein Anhänger aus eloxiertem Alu zu beschriften, das sollte jetzt schon etwas schwieriger sein. Schauen wir mal, wie das klappt. Und wie wir sehen, es klappt sehr gut. Und ich muss dazu sagen, die pinken Anhänger sind sehr hell. Da sieht man den Unterschied nicht ganz so deutlich. Würde man jetzt einen lila oder blauen nehmen, dann wäre der Name noch viel deutlicher zu sehen. Aber auch diese Disziplin hat der Lasermaster ohne Probleme gemeistert. Ein Durchgang war es, mehr war es nicht. Gut, ich würde sagen, lasst uns noch etwas Holz schneiden. 2 mm Bastelholz schneidet er mühelos auf einen Durchgang. Er geht durch wie ein heißes Messer durch die Butter. Ich hatte dann noch ein etwas dickeres Holzstück da. Da wollte ich sehen, wie es da noch klappt. Es hat ca. 0,8 cm Durchmesser. Habe ihn 5-mal drüber gelassen. Vereinzelte Fasern waren noch gut, aber ansonsten hat schon gepasst. Mit 6-mal wäre er komplett durch gewesen. Gefällt mir, kann ich mitleben. Zu guter Letzt habe ich noch ein Stück mit 1,7 cm dicken Holz. Auch so ein Bastelholzstück auf dem Baumarkt. Hier versuchen wir eine Scheibe abzuschneiden. 8 Durchgänge durfte er machen, aber leider hat es nicht hundertprozentig geklappt oder ist nicht gereicht. Mit 10 wäre es wohl komplett durch gewesen. Ja, wie man sieht, es geht, man kann es wegbrechen, es ist okay. Es liegt für mich noch im akzeptablen Bereich. Ich hätte mir aber eigentlich erhofft, dass 8 Durchgänge reichen. Aber gut, man lernt nie aus. Mein Fazit zum Artur Laser Master 3. Da ich glaube, dass hier mitunter die meisten zuhören oder zuschauen, noch einmal die Warnung. Diese Geräte sind absolut kein Spielzeug mehr. Bitte achtet auf eure Gesundheit und geht verantwortungsvoll damit um. Das heißt, tragt eine Schutzbrille, denn das Augenlicht ist unersetzlich. Und achtet auf gute Belüftung, insbesondere wenn ihr Kunststoff lasert. Aber jetzt zum Gerät selbst. Ja, es gibt inzwischen locker eine Handvoll Hersteller, die 10 Watt Laser im Angebot haben. Und der Laser Master 3 von Artur muss sich vor keinem der anderen Geräte verstecken. Er kommt von Werk an mit Endstops, kann also die Position seines Laserkopfes selbst bestimmen. Dazu hat er WLAN und kann dadurch ohne PC als Steuerung arbeiten. Nur von der App übers Smartphone oder das Tablet gesteuert. Dazu speichert er dann die Daten auf dem Gerät, beziehungsweise auf der vorhandenen Micro-SD-Karte. Ach ja, und ohne diese Karte startet der Laser überhaupt nicht. Dann piept er nur beim Einschalten. Das sollte man auch wissen. Der Laser Master 3 ist für ca. 500 Euro zu haben. Das ist nicht der billigste 10 Watt Laser, aber der Ausstattung entsprechend ist es absolut in Ordnung. Was man bedenken sollte, wenn man sich einen Laser kauft, bleibt nicht bei dieser einen Anschaffung. Auch ein Honeycomb sollte man sich zulegen. Und ein Kompressor fürs Air Assist ist fast schon Pflicht. Und auch dieser ist leider nicht im Lieferumfang. Das kostet nochmal extra Geld. So, zum Schluss gesagt, wer einen soliden Laser sucht, der kann den Artur Laser Master 3 auf jeden Fall kaufen. Er macht dabei nichts falsch.
Er hat in allen Disziplinen, in denen ich ihn getestet habe, gut abgeliefert. Habt ihr noch Fragen zu dem Gerät, irgendwelche Einstellungen oder sowas, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch und ein Abo da, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr und macht mir echt eine Freude. In diesem Sinne, Servus, macht's es gut und bis zum nächsten Video.